So, willkommen zu meinem neuen Video. Ich wollte euch mal eben mein neues Auto zeigen. Hatte ich ja erwähnt, dass ich noch einen neuen Wagen bekomme. Und zwar bereite ich mich ja gerade auf Onroad vor, jetzt über den Winter. Und ja, ich hatte ja, wie ihr wisst, habe ich ja einen Sakura Zero S aufgebaut gehabt, beziehungsweise das war ein Trinity GT10, aber das habe ich ja erzählt, dass die Autos quasi identisch sind. Und mein eigener Sakura, der ist ja in Einzelteilen gewesen, weil der in Carbon und Alu neu auferstehen sollte, sag ich mal. Ja, hat sich jetzt alles zerschlagen, weil ich habe jetzt einen anderen Deal, was anderes gemacht. Der Sakura, den hat ein Freund gekauft. Und ja, weil ich bräuchte für den Sakura noch eine Kombo. So, und ich habe jetzt quasi zwei Fliegen oder mehrere Fliegen in einer Klappe geschlagen. Ich habe jetzt meinen Alu-Carbon-Wagen, den ich haben wollte. Und ich habe eine Kombo. So. Und zwar stammt das alles hier von meinem guten Freund, dem Nathan, alias Nate RC. Guckt mal meine Beschreibung, da ist sein Channel drin. Der hat seinen eigenen Channel jetzt. Ne? Guckt euch mal an, der baut da gerade ein schönes Boot. Jedenfalls ist das Auto von ihm. Und ja, so sieht er aus. Halt eine normale Wettbewerbskarosserie. Er ist ein bisschen runter gerockt oder ein bisschen sehr runter gerockt, aber zu den erstmal zum Fahren, dann reicht ihn noch wunderbar. Ja, was ist das für ein Auto? Das ist ein X-Ray T2. Schon ein etwas älteres Semester, aber denke ich mal auf jeden Fall nach wie vor sehr gut und auf jeden Fall ebenbürtig zu meinem Sakura, den ich hatte, oder teilweise sogar besser. So, ja. Typisches. Oh, sorry für das Wackeln. Ja, typisches Layout, was die meisten Autos heutzutage haben. So, mein Motor kommt hier. Ich finde, glaube die Position vom Motor ist hier weiter vorne als beim Sakura, wenn mich nicht alles täuscht. Servo ist auch ähnlich angebracht, allerdings ist hier kein Servo-Server vorgesehen, aber das braucht man auch nicht unbedingt. Oh, ich sehe gerade, der Riemen ist hier lose. Das kommt aber auch, weil ich den Wagen schon auseinander, kurz auseinander hatte, um was nachzugucken. Nichts bei denken. Ja, Bulkheads aus Alu, die aus Alu, hier hinten auch genauso, das gefällt mir sehr gut. Aluminium-Mitnehmer sind da drin, das ist natürlich alles Standard eigentlich. Was mir auch gefällt, hier vorne ist Aluminium-Spol eingebaut, also eine Starrachse. Und das sollen hier wohl irgendwie die Federstahl-Ausgänge sein und auch die Antriebsknochen, das sind auch wohl alles CVDs, vorne und hinten. Sehr schön. Kann man alles sehen? Ja, ich will halt ja nicht irgendwo hier hin. Ja. Muss ich mir nochmal, also ich sehe gerade, der liegt ziemlich hoch, da muss ich nochmal genau gucken. Ich denke mal, das hat er gemacht gehabt, weil er dann auf Asphalt mitgefahren ist. Ja, das, also ich finde den Wagen echt, obwohl er nun etwas älter ist, eigentlich richtig geil. Ein paar Sachen, die ich so noch nicht gesehen habe, vielleicht ist das für die meisten von euch, ist das, oder für viele ist das vielleicht alles Pillepalle, aber ich finde den echt ziemlich genial. Vor allen Dingen hat man hier keine, wie man sieht, hat man hier hinten keinen, Querlenkerstifthalter halt. So, wo man halt dann verschiedene Spuren einstellen kann, indem man ihn austauscht. Das ist direkt hier an die Bulkheads rangeschraubt. Und ich gehe davon aus, dass man das dann irgendwie durch irgendwelche Justierungen auch halt eine Vor- oder Nachspur erreichen kann. So, da muss ich mich nochmal schlau machen, genau. Dann, ich will auch gar nicht so, hier sieht man zum Beispiel, das ist hier in die Roll Center Aufhängung irgendwie. Dann sieht er hier diesen kleinen Pin da gucken. Und man kann halt den losschrauben. Und einen weiter reinstecken oder weiter runter und sowas. Und die kann man halt auch ein bisschen die Fahreigenschaften ganz schnell verändern. Finde ich sehr gut. Ja, ich muss mich nochmal genau mit dem Auto beschäftigen. Hier hinten ist wohl auch das Kugeldiff hinten ist kaputt. Also das Riemenrad ist kaputt und der Riemen ist ein bisschen angegriffen. Das wusste ich aber schon. Das ist aber auch Pillepalle, das zu reparieren. Also nicht teuer. Ja, Muskelmineralien sind drauf, sehr schön. Was kommt da rein? Natürlich das obligatorische Diamond Servo. Von Stauffenbiel, DS 5100 MG. Haben meine Freunde ja auch schon alle so und habt ihr ja schon zigfach gesehen. Sehr schönes Ding. Das kommt da rein. Und dann ein Nosra Motor, 7,5 Turns. Ich habe mir sagen lassen, die sind baugleich zu LAP Motoren. Sensor gesteuert mit einem Speed Passion Regler, einem Reveton Regler. So, habe ich bisher noch nie gehabt, noch nie gesehen. Sieht ganz gut aus. Ja, so soll das Auto gut befeuert haben und wird euch noch weiterhin befeuern. Hier noch ein Lüfter dafür. Kann auch nicht schaden. Ja, den werde ich diese Saison auf jeden Fall fahren, wenn es auf Onroad zugeht. Ein Drifter wird noch zusätzlich kommen.
Den wird ihr wohl nächsten Monat sehen. Und ja, das war das kurze Vorstellungsvideo vom X-Ray T2. Und ich weiß nicht, was ich noch für Videos mit dem mache, ob ich da euch nochmal wie eine kleine Aufbauserie von mache oder so, wenn ich den dann so, was ich daran mache und den halt dann einbaue von Elektronik und sowas, bis er dann fertig ist. Aber ja, lasst euch überraschen. Vielleicht lasse ich das auch. Wir werden sehen, ne? Also bis dahin, haut rein und danke fürs Einschalten.